Mittlerweile steht nicht mehr allzu viel, nur noch ein Tor, ein paar Marines und die Medivacs. Vier Battlecruiser sind noch vorhanden und die gesamte Armee von Chocobo ist zerstört. Chocobo hat nun ein relativ großes Problem, denn Kazoo hat immerhin noch 10 Tanks sowie 4 Battlecruiser. Die Battlecruiser machen sich mittlerweile am Weg auf die, würde ich sagen, Natural bzw. eventuelle Main. Der eine Raketenturm wird nicht so viel Schaden anrichten, jedoch sind die Battlecruiser schon einigermaßen angeschlagen, jedoch haben die Yamato-Kanone. Und hier geht der Turret in Windows Island Town. Weitere Turrets werden gebaut. Er fokust die Marines kommen, sowie Vikings. Die Yamato-Kanone wird geladen auf dem nächsten Viking-Feld. Und die Battlecruiser fallen einen nach dem anderen, aber mittlerweile die Marines werden ebenfalls zerstört. Der nächste Tor kommt nur noch ein Battlecruiser. Mittlerweile ist es auch ziemlich teuer auf Seiten von Kazoo. Hat eigentlich die Yamato-Kanone, zündet sie aber nicht gegen den Battlecruiser, kommt im Gegenzug mit den Tanks vor, die mehr Schaden auf die Tors machen. Ein Battlecruiser noch vorhanden, zwei Vikings. Wird knapp, nee, geht sich nicht aus, aber landen kann er trotzdem nicht. Der Chocobo. Natural ist down, SCV werden noch down gefokust. Versucht jetzt den Wallin zu brechen, was nicht allzu schwer fallen sollte. Zwei Tors vorhanden. Die Tors machen natürlich auch gut Schaden. Wenn man sich das anschaut, sind mittlerweile abgegradet. 33 Schaden mit zwei Angriffen, das heißt 66 Schaden. Die Tanks sind zerstört, der Wallin ist hin. Hat auf beiden Seiten massiven Schaden geführt, Chocobo. Jetzt mit Thors natürlich, mit der weiteren Armee, sollte jetzt auf jeden Fall auch Druck machen. Weiß aber natürlich nicht, was der Gegner hat. Schauen wir uns auf das Production Tab. Kazoo setzt weiterhin auf Tanks, sowie Chocobo auf Thors. Die Kasernen sind wieder da vorhanden, werden jetzt zurückgezogen, ich nehme an, um weitere Tanks zu bauen. Kazoo baut gleichzeitig, hat massive Omamins, was aber einerseits, naja, die Tanks kosten, die Kreuzer kosten 400 Minerals, sollte eigentlich auch schauen, dass er seine Minerals los wird, dass die er zum Beispiel auch auf Marines setzen könnte. Die jedoch müssten wir schauen, im eBay sind nicht abgegradet. Die Lufteinheiten ebenfalls nicht abgegradet, würde ihn natürlich weitaus mehr bringen, wenn er sich hochdeckt. Auf den Factories, wo sind sie? Hier kommen weitere Kasernen. Also nehme ich an, er wird seine Overmins mittlerweile regelrecht rausschmeißen. Es wurden zwei Tech-Labs gebaut, sehen wir mal. Ja, hier ist eine Fabrik, wurde gebaut, hinten sind jedoch drei Tech-Labs frei. Ist natürlich nicht so wild, da das Techlab nicht so viel kostet. Währenddessen hat sich Chocobo, der ebenfalls seine Armee wieder aufbaut, mittlerweile sich auch einen Ghost holt. Und die Einzeltarnung für die Ghosts, eventuell werden wir Nook sehen, beziehungsweise auf jeden Fall nehme ich an, dass eine EMP fallen wird. Dadurch geht es nicht mit der Yamato-Kanone. Wenn wir uns das jetzt ansehen, massig Mools auf die Goldzentrale. Hier wird auch das Planetary Fortress gebaut, kann sich verteidigen, jedoch sei angemerkt, nicht gegen Lufteinheiten. Im Gegenzug hier eine weitere Fabrik, werden wir gleich sehen, ob Kazoo das sieht. Er fliegt auf jeden Fall hin, ja, er hat sie gesehen, er weiß, dass sie vorhanden ist und ja, die Kommandozentrale wird auf jeden Fall fallen, eine Yamato-Kanone nach vorne, das ist heftig. Das Problem ist eben, die planetare Festung kann sich nicht wehren gegen Lufteinheiten. Wird jedoch repariert, Chocobo hat umgeschwenkt auf stark Vikings, hat auch einiges an Marines sowie auf Thors nachgeholt. Da fallen kaum Einheiten von Chocobo, bis auf die paar Marines, die nicht so viel kosten, jedoch ein Battlecruiser nach den anderen. Yamato-Kanone kann er leider nicht zünden und hier weiterhin massiv Vikings sowie Thors.
Das war auf jeden Fall ziemlich teuer für Kasu. Kasu hat aber hat unter anderem auch mitgedacht, baut seine Obermans an seinen durch seine Space Marines ab, sowie er hat weiterhin Kanonen. Das ist ziemlich dreist. Chocobo holt sich die zweite Gold Expansion. Kasu wollte dort landen, wie man sieht, kann jetzt aber natürlich nicht landen, da eben schon eine Kommandozentrale vorhanden ist. Könnte nur abseits landen. Chocobo sieht natürlich jetzt, dass hier eine Kommandozentrale ist. Zumindest, dass er auf jeden Fall exen will. Marines kommen raus, werden versuchen, die Kommandozentrale we wegzuschießen. Hier, Kasu hat sie trotzdem gelandet, damit nämlich an die Vikings nicht drauf schießen können. Die Kommandozentrale geht runter, aber Chocobo reagiert, kommt mit den Vikings nach, sollte aber vorsichtig sein, denn die Marines machen guten Schaden auf die Vikings. Und da geht ein Viking nach dem anderen down, ohne dass die Marines was haben, die Vikings, einer nach dem anderen fällt. Hier kommen die Thors nach, die Vikings sind down, aber es sind noch immer einiges an Marines da. Jedoch, die Thors ballern die Marines einfach weg, auch natürlich unter anderem. Sie machen einfach 66 Schaden. Hier die Kommandozentrale habe ich jetzt leider nicht gesehen. Ja, oh ja, müsste eigentlich gefallen sein, die war schon fertig. Aber wird eine neue gebaut. Im Gegenzug hat Chocobo mit seinen Doors die Kommandozentrale von Kasu zerstört. Jetzt will scheinbar, ja, mit den Donnerkanonen werden die Felsen bearbeitet. Und Chocobo will da jetzt rein. Mal sehen. Ja, mittlerweile weiß ich nicht ganz genau, was gesehen hat, aber auf jeden Fall konzentriert sich da jetzt drauf. Ballert im Prinzip wild drauf los, unter anderem jetzt die ganzen SCVs tauen. Das hat jetzt überhaupt nichts gebracht, die rauszuziehen, weil er kam nicht raus. Jetzt wieder die Donnerkanone, dafür fällt die Kommandozentrale, das erste Techlab ist gefallen. Im Gegenzug fällt jetzt auch der Starboard, also die Natural ist zerstört, ist aber auch schon einigermaßen ausgemeint. Sind zwar immer noch gut was vorhanden, aber halt nicht mehr allzu viel. Ein weiterer SCV. Und da bewegt sich im Gegenzug Kasu vorwärts. Hier die Ghosts getarnt, die Viking werden reingeflogen, jedoch gefokust. Hier eine Nuke. Mal schauen, ob Kasu sich rausbewegt, ob er es überhaupt gesehen hat. Battle Cruiser fliegen rein. Oh nein, das wird. Und da wischt die Battle Cruiser. Battle Cruiser fliegen noch weg. Ja, aber nicht so extrem. Die nächste Nuke kommt. Er sollte die Einheiten auf jeden Fall moven oder scannen, damit die Ghost zerstört werden. Zieht jetzt die Einheiten weg, aber das wird noch, ja, und die gesamten, mehr oder weniger die gesamten Marines sind down. Die Doors haben im Hintergrund angegriffen, sind mittlerweile zerstört. Die Ghosts ballern weiter auf die Marines, schießen die natürlich ziemlich stark weg. Viking ist noch vorhanden und Armee von Chocobo ist momentan nicht wirklich vorhanden. Baut aber weiterhin, also baut mittlerweile wieder Tors. Die Tanks gut angeschlagen, der eine Battlecruiser gut angeschlagen. Chocobo hat momentan so gut wie keine Armee. Versucht jetzt relativ schnell wieder eine zu bauen, aber da geht die erste Kaserne down, die zweite Kaserne ist auf Halbschlag. Yamato-Kanone wird geladen auf dem Starboard. Und ja, Starboard ist auf jeden Fall hin, bevor die Vikings rauskommen. Hier ist der Starboard hin. Und ja, er kann im Prinzip nicht mehr wirklich was bauen. Liftet jetzt seine Kommandozentrale. Hier kommt ein weiterer Tor. Wird mittlerweile gefokust. Viking vorgeschickt, aber hat nichts gebracht, denn der Tor ist direkt auf die Battlecruiser gegangen. Die Tanks richten nebenbei noch Schaden ein. Die Battlecruiser schießen mittlerweile random. Chocobo hat zwar massig Overmins, aber ja, und hier kommt das GG. Ich muss sagen, war auf jeden Fall ein gutes Spiel. Gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Es war halt Heavy Metal, mittlerweile dann mit Bio Heavy Metal zum Teil auf beiden Seiten. Die Overmins hat Kasu unter anderem besser gelöst.
Chocobo hat auch viel mehr